Vor längerer Zeit habe ich mal einen No-Haul hochgeladen und da war dieses Waschgel dabei. Und es ist fast leer. Ich habe es jetzt wirklich eine längere Zeit morgens und abends verwendet. Was ich zu dem Waschgel zu sagen habe, würde ich dir nach dem Intro erzählen. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ganz, ganz großer No-Fan. Das ist aber nicht so, dass mir alle Produkte von No gefallen. Und das war so ein Produkt, was ich so als einigermaßen kritisch empfunden habe. Das ist fast leer. Also ich habe mir da jetzt wirklich Zeit genommen und ich habe es sehr häufig jetzt verwendet. Also eigentlich durchgehend die letzten Wochen über. Doch, es waren schon so 4, 5 Wochen. Und ich habe es morgens und abends verwendet. Also ein bisschen was ist schon noch drin. Das ist ein Cleanser mit Säuren. Ich habe ja vor kurzem, oder nee, vor längerer Zeit kann man sagen, einen Kolibri-Cleanser vorgestellt mit Säuren. Und da fand ich das natürlich ganz interessant. Wir haben hier die AHA-Säure und die PHA-Säure. Es ist so formuliert, dass es die Haut nicht zu sehr reizt. Aber das zählt nicht für alle. Bei Säuren muss man definitiv auch aufpassen. Auch wenn das ein Produkt ist, was du wieder von der Haut runterwäschst, musst du deine Haut erstmal auf die Säuren trainieren. Das bedeutet, wenn du mit Säuren noch gar keinen Kontakt hattest, versuch dich erstmal einmal pro Woche an dem Produkt, nicht häufiger, und achte mal so ein bisschen darauf, was deine Haut sagt. Und dann kannst du es häufiger machen. Ich verwende jetzt über einen längeren Zeitraum Säuren schon regelmäßig und mir ist das Produkt hier ein bisschen natürlich zu schwach. Deswegen hatte ich am Anfang so mal die Probleme damit und dachte mir so, also funktioniert das damit oder funktioniert das damit nicht? Und wir haben uns auf meinem Discord auch darüber unterhalten, dass es im Endeffekt eigentlich die gleiche Wirkung hat wie das Balea-Reinigungsgel von Balea Med, weil säuretechnisch, es ist der perfekte pH-Wert. Ich habe, als ich das Produkt noch nicht kannte, dummerweise immer gesagt, der pH-Wert wird nicht stimmen. Der ist perfekt, der ist peelend. Aber es ist halt so, dass Produkte, die du halt von der Haut wieder runterwäscht, das hat dann nicht so eine große Auswirkung. Nichtsdestotrotz mag es die Haut natürlich sauer. Und die ersten 2 Wochen war ich halt echt immer noch der Überzeugung, das tut nichts, das trocknet bloß ein bisschen aus. Ja, ich finde es tatsächlich, dass es ein bisschen austrocknet. Also ich habe in der Anfangszeit, um das einfach auch mal ein bisschen zu testen, mein Gesicht gewaschen und ein bisschen gewartet. Und meine Haut hat tatsächlich gespannt. Das habe ich bei anderen Produkten nicht. Und es gibt immer Leute da draußen, die eben nur ihr Gesicht waschen und das vielleicht nur zum Gesichtwaschen nutzen. Es trocknet tatsächlich auch ein bisschen aus. Aber wir Skincare-Verrückten, wir brauchen ja hinterher unsere Pflege drauf. Also ist das überhaupt kein Problem. Erst nach 2 Wochen gucke ich so in den Spiegel und sehe, hä? Meine Haut ist viel ruhiger als sonst. Also ich trage ja wenig Kosmetik im Gesicht. Heute bin ich ausnahmsweise wieder geschminkt und gucke so in den Spiegel und sehe so fast eben das Gesicht. Also hat es dann doch so ein bisschen in der Richtung funktioniert, weil es halt eben sauer ist und hat halt die Haut schön befreit. Also ich habe weniger Pickel, mehr so Unreinheiten, die eben, ja, ich habe große Poren, ich habe eine Mischhaut und da sieht man halt an der Hautoberfläche meistens nicht so viel. Es ist halt unruhig, ne? Und wenn ich halt gestresst bin, dann ist die dementsprechend rot. Du brauchst eine kleine Menge von dem Produkt. Du sollst es morgens oder abends auftragen. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn du mit Säuren gar keine Erfahrungen hast, weil nicht jede Haut funktioniert damit, dann fäng wirklich nur einmal pro Woche an. Du musst aber bei der Reinigung auch darauf achten, dass du halt wirklich so reizarm wie möglich arbeitest, ne? Oder auch bei deinen anderen Produkten, dass du auch ja nichts aufs Gesicht packst, was irgendwie beduftet ist. Das ist ja eben jetzt erstmal die Reinigung. Mir hat man eben unter meinen Haaren auch schon geschrieben gehabt, ja, dass der Cleanser eben schwierig ist für die Person, dass sie den nicht so gut verträgt und das kann ich mir durchweg vorstellen, weil ich habe fettige Haut hauptsächlich und die verträgt in der Regel viel mehr als zum Beispiel eine trockene Haut oder so. Also können da tatsächlich Probleme auftauchen. Aber ich finde es schon ganz wichtig, eben die in der Beschreibung
das drin steht, entweder morgens oder abends, nicht zweimal nehmen. Ich gehe nämlich noch einen Schritt weiter und packe nochmal zweimal am Tag extra Säuren aufs Gesicht. Also mich stört das jetzt nicht. Das ist eben so, dass du dich da halt erstmal ranwagen musst. Säuren sind Säuren. Ich habe ein Video dazu gemacht. Das kann ich dir gerne mal unter das i legen. Denn wenn du es mit Säuren übertreibst, ist das für die Haut genauso katastrophal wie ein Sonnenbrand. Und ich gebe an der Stelle immer wieder die Geschichte an. Ich habe von Paula's Choice Produkte damals zugeschickt bekommen und da waren halt auch die Säureprodukte dabei. Und ich habe alles auf einmal jeden Tag verwendet und ich sah dementsprechend übel aus, kann ich an der Stelle sagen. Also mit sowas immer vorsichtig sein. Und wer mit Säureprodukten rumprobieren möchte und keinen Sonnenschutz tragen möchte, das geht gar nicht. Also zumal du so oder so immer Sonnenschutz tragen solltest. UVA und UVB-Strahlung ist immer da. Also UVA ist ja die, die uns älter macht. Und wenn du mit Säureprodukten umgehst und keinen Sonnenschutz trägst, dann erhöht sich halt das Hautkrebsrisiko immens. Also das würde ich wirklich, wirklich lassen. Wenn du mit Säureprodukten arbeiten möchtest, dann musst du Sonnenschutz tragen. Würde ich dieses Produkt nachkaufen? Für meine Haut ist es tatsächlich nichts. Mir reicht an der Stelle wirklich der Balea Cleanser. Der bringt mir am allermeisten, der ist halt nicht ganz so teuer. Und wenn ich halt eben ein Säureprodukt danach auftrage. Denn dieses mit runterwaschen bringt bei meiner Haut einfach gar nichts mehr, weil ich halt einfach schon jetzt lang genug Säuren anwende und da merke ich halt einfach nichts. Das ist wirklich wichtig und ich sage es an der Stelle wirklich nochmal, wenn ihr das Produkt testet und noch nie mit Säuren irgendwas gemacht habt in eurem Gesicht, einmal pro Woche, wenn ihr merkt, es ist kein Problem, dann fangst du an zweimal pro Woche. Wenn du merkst, es ist kein Problem, du kannst langsam immer weiter erhöhen. Und mal schauen, ob du damit klarkommst. Was ich nicht so ganz verstehen kann, ist, dass man AHA mit PHA gemischt hat. Denn die AHA-Säure ist ja die unverträglichere Säure. PHA ist ja verträglicher, aber ich denke, das hat so ein bisschen auch damit zu tun, dass man hier nur Milchsäure verwendet hat. Die ist ein bisschen angenehmer und verträglicher für die Haut. Die Glykolsäure, die ist da ein bisschen aggressiver. Und wenn jemand da eh schon irgendwie reagiert, dann reagiert er richtig. PHA ist in der Regel immer die Säure, die am besten vertragen wird. Also das Risiko würde ich tatsächlich eingehen und einfach auch mal testen, weil das Produkt kostet nicht so viel und es ist jetzt auch nicht so groß, dass man ewig was davon hat, dass wenn es nicht funktioniert, man irgendwie, ich kenne das, mal wegtun will man es nicht. Regelmäßig verwenden kann man es irgendwie auch nicht. Das ist immer auch so eine Sache. Also ich mochte das Produkt, bei mir hat es aber erst funktioniert, als ich es zweimal am Tag, jeden Tag jetzt angewendet habe. Also es hat ein bisschen gedauert und ich musste halt zusätzlich auch nochmal Säuren im Gesicht anwenden. Da hat es dann funktioniert. Also es macht tatsächlich was und es schäumt nicht allzu viel, muss ich an der Stelle sagen. Es lässt sich aber unwahrscheinlich gut verteilen. Und ich finde es einfach grandios, dass No ihr Sortiment immer weiter ausbaut. Ich persönlich, ganz ehrlich, ich bin jemand, ich nehme unwahrscheinlich gern Öl und ich würde mir echt wünschen, wenn irgendwie No so ein Balm oder so ein Öl rausbringen würde. Öl gibt es zwar schon in der Drogerie, aber irgendwie etwas mit ihrem eigenen Stempel wäre doch irgendwie eine tolle Sache. Oder so ein Balm, also so einen richtigen Balm in der Drogerie. Den gibt es, glaube ich, keinen. Nicht, dass ich wüsste. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Keine Ahnung. Falls du Interesse an weiteren No-Produkten hast, ich habe da schon einiges vorgestellt. Du guckst einfach mal unter dem i. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.